Freunde, euer Gerke am Start. Heute ist die Shirin hier und der Sören natürlich. Das Thema heute ist Powerlifting für Anfänger. Und Shirin ist ja bekannte oder zumindest erfolgreiche Powerlifterin in Deutschland. Du kannst mir mal erzählen, wer bist du, was machst du, welche Erfolge hast du gefeiert und was ist so deine Expertise in dem Bereich? Ja, also ich bin norddeutsche Meisterin in meiner Gewichtsklasse im Powerlifting. In der unter 63er Klasse starte ich. Ja, also ich bin Sport- und Fitnesskauffrau, Personal Trainerin und jetzt bin ich hier für Sören und Götti. Genau. Ja, cool, vielen Dank, dass du extra aus Bremen hergefahren bist. Für mich stellte sich so ein bisschen die Frage, gerade bezogen auf Sören, weil er immer sagt, hey Götti, ich will Powerlifting-Wettkampf machen und ich bin ja hauptsächlich Fitnesstrainer, mache natürlich auch meine Grundübungen, aber bin kein Powerlifter. Das ist natürlich die Shirin-Expertin und bezogen auf diese Grundfrage habe ich mir gesagt, hey, was machen wir jetzt mit Sören? Er kommt die ganze Zeit mit Powerlifting an. Ich sage so, er braucht ein bisschen die Grundlage erstmal durchs Fitnesstraining und dann dachte ich, komm, fragen wir doch eine Expertin, wie steigt man ins Powerlifting ein, was sollte man beachten, wenn man ins Fitnessstudio geht und sich dann doch nach ein paar Wochen eher fürs Powerlifting anstatt vielleicht fürs Bodybuilding entscheidet. Worauf kommt es an? Welche Unterschiede gibt es zum normalen Krafttraining und welche Gemeinsamkeiten wahrscheinlich? Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Der erste Punkt, den haben wir schon angeschnitten, muss man vorher Erfahrung im Fitnesstraining sammeln? Ist es wichtig, dass man erstmal so eine Grundlage aufbaut, irgendwie so Hypertrophietraining macht, ein paar Schwachstellen ausmerzt und dann sagt, ich gehe an die Gewichte und fixiere meinen Trainingsplan vielleicht auf Powerlifting, weil Sören sagt, ich will einen Powerlifting-Plan haben. Ich sage so, nein, du musst erstmal ein bisschen was aufbauen. Was denkst du? Also grundlegend würde ich auf jeden Fall natürlich erstmal überhaupt eine gute Substanz aufbauen. Dennoch würde ich auf jeden Fall trotzdem Grundübungen ruhig schon mit reinnehmen, hast du ja sowieso schon drin, und die dann dementsprechend auch Powerlifting-spezifischer trainieren. Das kann man definitiv auch ruhig von Anfang an machen. Da muss man natürlich dann aber trotzdem darauf aufpassen, dass es jetzt nicht unbedingt von Anfang an Maximalkrafttraining ist, also nicht immer aufs das Muskelversagen gehen. Aber das kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Aber prinzipiell ist es im Endeffekt wie jedes andere Training auch. Man startet vorsichtiger und mit der Zeit wird man besser, sammelt Erfahrung und dann wird also man auch stärker. Bestenfalls, man holt sich gleich jemanden, der schon ein bisschen auch Erfahrung mit Grundübungen hat. Und anstatt irgendwie die Brustpresse oder Beinpresse zu machen, erlernt man einfach gleich die Kniebeuge und das Bankdrücken vernünftig. Genau. Anstatt da, sag ich mal, irgendwie ein, zwei Jahre an den Maschinen rumzueiern, versucht man gleich ans Eingemachte zu gehen, das auch mit Kontrolle und mit Vorsicht. Ich glaube, da muss man die Leute trotzdem erstmal bremsen, dass auch ein Sören nicht gleich auf die Gewichte geht, auf die hohen. Und das ist der nächste Stichpunkt, eigentlich so passiver Bewegung. Man sieht ja, Sören, du bist ja, wie viel wiegst du? Ja, jetzt 63, glaube ich. 63 bis 65, immer so schwankst ein bisschen. Ist halt noch nicht besonders viel, um jetzt ein Verletzungsrisiko wahrscheinlich auch auszuschließen. Ne? Und Sören ist ja motiviert. Ja, ist wirklich nicht so viel. Du willst immer mehr, so oder? Ja. Also ich sehe es immer in seiner Instagram-Story, jeden Tag irgendwie nochmal 10 Kilo drauf. Und mir tut das ja manchmal, wenn ich sage, Sören, iss oder warte ein bisschen. Wie wichtig ist da einfach auch, so eine Prävention vielleicht gerade durch Krafttraining, dass man keine Verletzungen daraus gleich als Anfänger bekommt? Also prinzipiell, natürlich sollte man eben an der Stelle auch vorsichtig rangehen. Grundlegend würde ich allen Anfängern, jetzt nicht so wie bei dir, sondern ganz, ganz das erste Mal im Gym, würde ich jetzt wirklich empfehlen, die ersten 4 bis vielleicht 8, 12 Wochen auf jeden Fall ruhig erstmal ein bisschen an Maschinen zu trainieren. Ja. Wenn man dann aber schon das Ziel hat, Powerlifting zu machen, dann natürlich eben auch die Grundübungen, wie wir es eben schon hatten. Aber grundlegend würde ich auf jeden Fall, ist die Prävention natürlich das Wichtigste. Also das gesamte Korsett eben, Muskelkorsett eben aufzubauen, mit Assistenzübungen. Neben den Grundübungen auf jeden Fall auch. Du sagst gerade Muskelkorsett. Ist es auch okay oder sogar eher von Vorteil, wenn man einen Körperfettanteil etwas erhöht hat, gerade in der Nicht-Wettkampfzeit, dass man einfach auch vielleicht durch Fett die Gelenke geschmiert hat, ein bisschen mehr Sicherheit hat, was natürlich bei Sören auch ein bisschen noch das Problem anfangs ist? Also prinzipiell klar, etwas mehr Fett bedeutet auch etwas mehr Sicherheit oder etwas mehr Masse bedeutet auch etwas mehr Sicherheit. An der Stelle würde ich dann natürlich, du bist ja sowieso schon auf dem Weg, zuzunehmen, würde ich im Prinzip so weitermachen. Da ist dann die Frage, wie fett möchtest du eigentlich werden? Das ist natürlich die primäre Frage. Und die andere Sache ist, natürlich kannst du trotzdem, auch wenn du jetzt sehr, sehr dünn bist, Glück haben, dich nicht zu verletzen.
Aber trotzdem ja, würde ich prinzipiell empfehlen, etwas mehr wäre da nicht schlecht, aber zu viel muss auf jeden Fall nicht. Also man kann, ich würde nicht primär sagen, Fett erhält dich gesund, sondern die richtige Technik erhält dich gesund. Das ist halt erstmal so das Wie machst du das persönlich? Hast du eine Off-Season, wo du dann halt auch vom Körpergewicht hochgehst und dann zum Wettkampf dich wieder, sag ich mal, oder definierst, ein bisschen runtergehst? Ja, also ich habe Off-Seasons, klar. Bei mir ist immer das Problem, ich muss halt zum Wettkampf hin fast immer einen Watercut machen, weil ich immer gerade so dann noch in meine Gewichtsklasse komme, weil ich dann sehr, sehr weit unten mit dem KFA bin. Ja, ja, dementsprechend bin ich sonst natürlich dann auch immer in der Offseason. Da gibt es dann eben unterschiedliche Gewichtsklassen im Powerlifting. Ja. Und ich bin eben in dieser unter 63er und im Normalfall das Idealgewicht bei mir ist eher so, zumindest mit dem ich mich am wohlsten und stärksten fühle, ist dann eher so 67, 68 Kilo. Okay, hast du natürlich auch das Risiko, dann durch das Entwässern am Ende vielleicht einen Fehler zu machen und dann schon ordentlich an Kraft einzubüßen, oder? Das ist ein Risiko. Hast du schon mal erlebt, oder? Ja, also ich habe tatsächlich auch einmal einen Watercut etwas zu extrem gemacht. Bin dann bei meiner ersten Beuge auf dem Wettkampf auf der Norddeutschen erstmal ein bisschen kollabiert. Also es ist tatsächlich auch ähnlich wie beim Bodybuilding. Natürlich ist es auch von einem anderen Level und Niveau. Genau. Beim Powerlifting, Mealtiming, Vorbereitung und allgemein Timing extrem wichtig. Du kannst dich ein Jahr vorbereiten und kannst das ganz wahrscheinlich in wenigen Stunden komplett verkacken wieder, oder? Ja, ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen ja, der Nachteil im Vergleich zum Bodybuilding auf jeden Fall, dass man natürlich an dem Tag halt auch extrem stark sein muss. Also wenn man in der Gewichtsklasse kommen möchte, sollte man jetzt natürlich nicht wie beim Bodybuilding, ja, da kann man halt eben am Ende Kraft natürlich einbüßen. Ja. Da ist man dann im Endeffekt am Ende eben meistens schwächer als vorher. Beim Powerlifting sollte man im Optimalfall nach dem Peaking stärker sein als vorher. Ja. Ich habe noch einen wichtigen Punkt eigentlich, also Trainingsplanung und Gestaltung. Hattest du ja schon angesprochen, du trainierst teilweise auch im Jahr über im Hypertrophiebereich, also wirklich ein paar mehr Wiederholungen. Und dann in welchen Phasen, in welchen Zyklen gehst du dann auf Maximalkrafttraining oder auf weniger Wiederholungen in den Sätzen? Wie sieht so eine Zyklusplanung so in etwa aus, auf ein paar Wochen gesehen oder ein paar Monate? Ja, also vor allem Hypertrophie habe ich jetzt zum Beispiel gerade, bin ich jetzt gerade in der Hypertrophie-Phase. Die endet jetzt bald, da war ich jetzt ja, anderthalb Monate in etwa, zwei Monate, jetzt mit, ja, schon ja, zwei Monate ziemlich genau drin. Dann gehe ich wieder ein bisschen in den Kraftblock, dann, ja, wir wissen halt alle durch Corona leider nicht, wann die deutsche Meisterschaft dann endlich mal stattfindet. Und somit versuche ich halt immer so ein bisschen kompetitiv zu bleiben. Ja, aktuell ist es ein bisschen schwierig, aber prinzipiell würde ich immer so sechs Wochen trainieren, fünf Wochen trainieren, eine Woche Deload. Und das wäre dann so ein Block und dann würde man halt eben schauen, ob man dann je nachdem Hypertrophie noch weitermacht, je nachdem, wann die Wettkämpfe eben auch anstehen, das muss man drumherum. Also hast du die Hypertrophie-Blöcke, die so 8 bis 10 Wochen gehen und dann die Maximalkraftblöcke, die ein bisschen kürzer sind? Also jeder Block ist bei mir tatsächlich, egal was es ist, immer so 5 bis 6 Wochen. Okay. Diesmal habe ich mich gar nicht ermüdet gefühlt und habe einfach noch 2 Wochen normales Training hinten dran gehangen und habe dann erst Deload gemacht, aber prinzipiell würde ich alle Blöcke immer so 6 Wochen sehen mit Deload, aber je nachdem, bei Hypertrophie würde ich halt einfach vielleicht noch einen zweiten Block Hypertrophie hinten dran hängen, dass man eben 2 Blöcke hintereinander Hypertrophie hat, je nachdem, wie gesagt, wann, wie schnell man dann auch wieder ins Peaking gehen muss, wann der nächste Wettkampf stattfindet. Deload bedeutet für dich eine Woche Komplettpause oder mit gemäßigten Gewichten trainieren? Genau, also gemäßigtes Gewicht oder eben, ja, da müsste man dann, je nachdem, damals hatte ich tatsächlich das Gewicht vor allem reduziert, mittlerweile reduziere ich mehr die Satzzahl als das Gewicht, damit der Wiedereinstieg einfach ein bisschen leichter fällt. Plan Powerlifter, oder kennst du auch welche, die Deloads nicht so planen? Also im Endeffekt geht es ja auch um Progressive Overload, das heißt, wenn du merkst, dass du dich weiterhin steigerst, ist dann Deload tatsächlich immer notwendig oder kennst du auch welche, die Deload einfach herauszögern und sagen, okay, ich nehme mit denen oder die Woche, wenn ich merke, es geht nicht voran. Ja, also das ist das tatsächlich, was ich ja jetzt auch gerade gemacht habe. Ja. Eigentlich wäre ich jetzt so vor 4 Wochen ungefähr oder vor 4 Wochen circa im Deload gewesen. Bin jetzt gerade aber erst aus dem Deload raus, weil ich es einfach noch ein paar Wochen nach hinten verzögert habe, weil ich mich überhaupt nicht ermüdet gefühlt habe. Sehr cool. Ja, also spielst du da auch mal ein bisschen mit. Ja, natürlich auch nicht mal oft, das Befinden oder Empfinden, sondern so ein Faktor. Jetzt der Punkt, der für Sören wichtig ist, Ernährung, Sören. Was willst du dazu sagen? Ich glaube, die wichtige Frage, die ich jetzt habe, Ernährungsplanung, vor allem auch Konstanz. Bei Sören ist natürlich das Problem die Konstanz. Du wirst natürlich merken, dass deine Kraftsteigerung natürlich auch mit einer konstanten Ernährungsplanung zusammenhängt. Das heißt, wenn du Schwankungen in der Struktur der Ernährung hast, wirst du das auch in Einbrüchen an den Gewichten sicherlich merken. Also das ist für dich ein wichtiger Faktor eigentlich, Sören. Weil wenn du mal eine Woche gut isst, mal eine Woche schlecht,
kannst du nie wirklich auch deine Gewichte tatsächlich über konstant über einen Zeitraum wahrscheinlich steigern. Wie sieht so ein Standardernährungsplan aus? Vielleicht auch auf deine, wie groß, wie viel wiegst du, wie viele Kalorien sind notwendig, sag ich mal, in so einer Phase außerhalb des Wettkampfs? Und wie sieht vielleicht eine Diät kurz vorher aus? Wie tief gehst du runter mit Kalorien? Ich würde nicht unbedingt mich jetzt als Maßstab nehmen, da ich sehr, sehr schnell Gewicht zu- und abnehmen kann. Also ich habe da eigentlich bis auf die NDM gar keine Probleme mit. Ja. Bis auf die letzten paar Kilos eben. Ansonsten würde ich aber prinzipiell immer sagen, also ich habe immer so ein Defizit von 300 Kalorien ungefähr, ja, eben über ein paar Wochen. Wenn es zum Wettkampf hingeht, dann wird es halt eben, ja, steigert sich das quasi wie beim Bodybuilding eigentlich im Endeffekt. Mhm. Wenn man auf einen Bodybuilding-Wettkampf geht, wird das Defizit meistens dann eben halt auch am Ende hin größer. Und genauso ist es dann im Prinzip auch. Und auch da an der Stelle natürlich, die Ernährung ist halt sehr, sehr wichtig. Man sollte da natürlich konstant, ja, sein. Aber so wie du es bis jetzt, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, wie du es bisher gemacht hast, fand ich es eigentlich, ja, recht gut, gerade auch so mit viel Eiweiß, Kalorien, Fett, die Basics, das ist, also ich finde immer so dieses Back to the Basics, ja, Mikronährstoffe immer noch decken, also, ne, also, ja, if it fits your macros and micros und dann, ja. Also hast du außerhalb der Wettkampfzeit auch einige Freiheiten, wenn du sagst, if it fits your macros, also Makros und Mikronährstoffe abdecken, genau, und dann kannst du auch mal eine Pizza oder einen, ja, Burger essen, wenn du Bock drauf hast. Absolut. Also ganz gesund und ganz normal. Genau, also ja, tatsächlich, cool. Also ich bin sehr, ich liebe Cheaten und ja, ja, ich sage immer tatsächlich dazu, ja, Cheat Life eher, okay, als Cheat Day und versuche dann dementsprechend aber so zu 80% mich gesund zu ernähren. Ja. Die 20%, ja mein Gott, wenn es dann halt mal eine Pizza ist, dann, ja, ist halt meine Pizza, dann solange wie ich die Mikronährstoffe und Makronährstoffe über den Tag gedeckt habe und noch Kalorien offen habe, why not? Und wie gesagt, du machst kein Bodyforming, kein Bodybuilding, das heißt in dem Sinne musst du nicht das ganze Jahr über Lean sein, genau, und wenn du mal ein bisschen höheren KFAs hast, ist es ja auch jetzt nicht schlecht für die Gewichte, sondern vielleicht kann es sogar ein Vorteil sein. Ne? Ja, ja, dementsprechend, genau, ist ja nicht schlimm. Bei der Diät ist natürlich extrem wichtig, dass du eine langfristige Diätplanung hast. Ne? Also bei Bodybuilding hast du ja manchmal auch Minicuts oder vielleicht auch viele, die jetzt einfach nur abnehmen wollen, dass sie einfach extrem ins Defizit gehen. Ich glaube, da kannst du dir auch viel kaputt machen, was deine Muskelstruktur und Kraft angeht. Ne? Ja, also prinzipiell würde ich halt nicht zu oft überhaupt Minicuts machen, also jetzt, ja, im Powerlifting vor allem. Weil man dadurch halt eben dieses Potenzial ja nicht ganz ausschöpfen kann und einfach Zeit verschwendet, finde ich persönlich zumindest, dass man damit dann eben auch viel Zeit verschwendet, wenn man immer wieder einen Minicut macht. Klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mal einen Minicut machen, weil jetzt ist der Sommer, dann macht man den halt mal, aber es gibt halt auch einige, die machen dann irgendwie einmal alle 2 Monate einen Minicut, das ist halt ja nicht ganz so sinnvoll. Ich persönlich cutte nur auf Wettkämpfe hin, also, okay, ausschließlich, oder ich habe ein Shooting, ansonsten nur auf Wettkämpfe. Ja. Cool. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt Wettkampf, den ich immer vor, weil du es gerade sagst. Wie oft sind denn Wettkämpfe im Jahr für dich? Also ich habe jetzt vor 2,5 Jahren damit angefangen, mit Powerlifting an sich. Vorher habe ich schon, ja, 4,5 Jahre schwer diese 3 Grundübungen trainiert. Ja. Also insgesamt jetzt 4,5 Jahre. genau. Es ist jetzt aktuell 3-mal im Schnitt, weil so 3-mal, ja, wenn kein Corona Wettkampf, genau. Okay. Immer so recht gut übers Jahr verteilt. Die nimmst du dann auch mit? Ja. Sind das regionale Meisterschaften oder überregionale Meisterschaften? Also noch war das jetzt tatsächlich, ja, also in ganz Deutschland eigentlich. Ja. Insanity Meet in Köln, in Oldenburg, Max Out Battle, die NDM in Vechta war die. Nach Köln fahre ich auch, ja, einmal im Jahr auf jeden Fall zum Insanity Meet, wenn es da möglich ist. Jetzt geplant ist eben dann die deutsche Meisterschaft in Bayern, die ja ausgefallen ist. Ah, okay. Genau. Und ab dann möchte ich auf jeden Fall auch im deutschen Kader dann starten. Das ist das Ziel, dass ich dann, cool, auch hoffentlich international dann nochmal. Ja, toll, toll, toll. Vielleicht da nochmal eine Frage zu den Verbänden bzw. zu den Veranstaltern der Wettkämpfe. Gibt es so ein paar bekannte Namen von Veranstaltern oder Verbänden, die es in Deutschland gibt? So irgendwie eine Handvoll oder wie viele sind das? Ja, also es gibt auf jeden Fall einige Verbände. Also grundlegend richte ich mich eben nach IPF BVDK, also dem Bundesverband Deutscher Kraft-Dreikämpfer, ja, weil in meinen Augen ist er zwar sehr, sehr streng, ich finde teilweise aber auch wirklich hart, aber fair. Und an der Stelle, ja, also es ist halt wirklich, das Regelwerk wird genau befolgt. Es gibt ja eben auch Dopingkontrollen. Ist halt ein Naturalwettkampf dann oder ein Naturalverband. Und an der Stelle, ja, da gibt es also Equipped, das ist einmal ein Unterschied, okay, und einmal Raw Powerlifting. Okay. Diese beiden gibt es dann eben auch vom BVDK. Also das ist quasi einmal, ja, mit vollem Equipment. Jetzt nicht nur mit Gürtel und Sleeves, sondern, ja, wirklich mit Wickelbandagen. Also wirklich das, was wirklich hilft. Und
dich auch wirklich supportet, auch mit einem richtigen speziellen Anzug. Genau. Und bei Raw ist wirklich gar nichts dann? Bei Raw ist ein normaler, nicht helfender, nicht zusätzlich helfender Anzug, also der ist auch vorgeschrieben. Ein Gürtel darf man tragen mit maximaler Breite von 10 Zentimetern und Dicke von 13 Millimetern. Okay. Sleeves darf man tragen, Sleeves, keine Bandagen, also nicht zum Wickeln, sondern zum Rüberziehen. Genau. Ja, aber ist ja das sind so die grundlegenden. Genau. Vielleicht gerade zu dem Punkt und zum Abschluss der Grundlagen nochmal. Wie wichtig ist Equipment? Und ich würde sagen, du hast ja einen Gürtel mitgebracht und auch Schuhe. Wir gucken uns das jetzt einfach nochmal an zum Abschluss. Klar, gerne. Und stellen die Frage nochmal, wie wichtig ist Equipment? Wie viel kann ich damit nochmal rausholen? Was ist wichtig? Worauf kommt es da an? Willkommen zum Equipment. Ich kenne das früher vom Fußballspiel. Man wollte immer die besten und neuesten Fußballschuhe und Schienbeinschoner haben. Bei Sören ist es wahrscheinlich eher dann der Gürtel. Ja, also ich habe jetzt den von RDX von Chris bekommen und halt, also das ist alles, was ich als Equipment nie sehe. Ja, das Kalk. Schuhe? Achso, oh, ja. Leute, genau, ich habe diese Hebeschuhe von Chris und halt den Gürtel und so dieses Salzkalk-Ding. Aber zeig mal, was du alles benutzt, weil ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr und auch ein bisschen professioneller. Genau, also ich benutze tatsächlich den SPD-Gürtel, an der Stelle keine Werbung. Und dieser SPD-Gürtel ist ja auf der einen Seite dafür bekannt, dass er auch ganz gerne mal Verletzungen hervorruft, dadurch, dass er auch sehr, sehr fest ist. Hat aber auch den Vorteil, dadurch, dass er so fest ist, dass man halt wirklich sich da drinnen so ein bisschen, meines Erachtens noch so ein bisschen eingespannt fühlt und halt wirklich sehr gut Support bekommt, in meinen Augen auf jeden Fall. Und das ist einmal der Gürtel. Da finde ich aber an der Stelle, wenn du jetzt sagst, du kommst halt damit auch gerade fürs Training gut klar, dann finde ich den Gürtel halt auch recht gut, selbstverständlich. Der ist halt viel dicker und viel härter. Ja, ich habe genau den gleichen jetzt bestellt und sie hat mir gesagt, sie hat sich selber schon die Rippen damit gebrochen. Es ist halt immer so, also eine Frage vielleicht diesbezüglich nochmal, wie wichtig ist denn Equipment jetzt für Anfänger? Findest du es vielleicht auch wichtig zunächst erstmal so weit wie möglich ohne Equipment zu kommen, um erstmal auch die Struktur und die Muskelverbündnisse quasi zu stärken? Also ich war früher mal so, hey, wenn ich jetzt alles mit Equipment und Bandagen, dann stärke ich ja auch nicht das Zusammenspiel der Muskulatur, weil ich ja gewisse Bereiche bewusst isoliere oder auch rausnehme. Wie ist deine Ansicht, wenn jemand wie Sören jetzt anfängt, sollte er gleich in so einem kompletten Astronautenanzug trainieren oder sollte er erstmal gucken, wie weit er ohne kommt mit einer vernünftigen Technik? Ja, also ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, je nachdem, in deinem speziellen Fall jetzt, dadurch, dass du halt auch auf Powerlifting-Wettkämpfe schon planst zu gehen, bei den meisten ist es ja so, dass es erst vielleicht nach 1-2 Jahren der Wunsch überhaupt entsteht. Aber gerade dann würde ich jetzt sagen, bei dir würde ich tatsächlich ruhig weiter mit Gürtel trainieren. Du hast ja jetzt eh schon damit angefangen. Du kannst auch ruhig mit Equipment weiter trainieren. Sleeves, da kann man dann halt nochmal gucken, ob das jetzt schon überhaupt Sinn macht. Aber grundlegend würde ich sagen, erstmal überhaupt auch da wieder eine gute Substanz aufbauen und ein gutes Körpergefühl bekommen. Weil wenn man dann von Anfang an sich dadurch auch dann vielleicht Fehler einschleichen, gerade beim Gürtel, verlassen sich dadurch auch viele, gerade umso härter der Gürtel, desto mehr ist es der Fall, dass die Leute sich eben auf die Atmung gar nicht mehr konzentrieren. Bauch anspannen kennen sie dann fast gar nicht mehr, weil der Gürtel schützt ja. Aber der Gürtel schützt niemals vor einem Bandscheibenvorfall. Ich wollte sagen, der untere Rücken wird ja nicht wirklich entlastet. Nee, also er schützt, also es selbst die Bandscheiben direkt darunter können trotzdem noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Also es ist kein Schutz, aber es gibt eine gute Rückmeldung in meinen Augen und deswegen finde ich das auch recht gut. Und das macht einen tatsächlich auch dementsprechend dadurch teilweise einen Ticken stärker. Es ist ja auch mental, oder? Dass du weißt, du hast eine Unterstützung, dass du dich auch traust. Respekt muss natürlich immer vorhanden sein, aber du traust dich auch mal vielleicht die Grenze zu überschreiten zum nächsten Gewicht, ne? Wo du weißt, hey, du bist abgesichert. So, Jürgen, du hast schon ein bisschen Angst? Ja, ist aber sowieso, was Chris mir da immer erzählt ist, aber gibt keinen Weg drumherum, einfach mehr essen. Ich hab mir immer Angst gemacht, ich habe mir immer gesagt, guck dir mal bei YouTube an, wie teilweise beim Kreuzheben bei Menschen der Bizepskopf abreißt und so ein Zeug. Aber so, guck dir das mal an, dann hast du Spaß. Nee, ich versuche Sören halt einfach mal ein bisschen zu bremsen, weil ich weiß, er ist mega motiviert. Und es ist wie bei den Zigaretten und Verpackungen, wenn da draufsteht, irgendwie deine Lunge geht kaputt, sage ich immer so, ey. Wir wollen dich langsam aufbauen und nicht kaputt machen gleich. Aber trotz allem nochmal, Shirin, was würdest du jemandem wie Sören empfehlen, der jetzt einsteigt, vielleicht auch gar nicht so viel Geld hat? Was ist so das, was er sich
besorgen könnte, so, wenn man so einfach mal anfängt und vielleicht auch gar nicht auf diesem Profi-Level ist, um zu sagen, hey, ich habe jetzt so zwei, drei Dinge, die mich unterstützen können. Ja, also SPD ist an der Stelle halt tatsächlich einfach, ja, Endlevel von gerade auch preistechnisch. Ja. Da tun es auf jeden Fall auch beispielsweise Bandagen wie von Athletic Aesthetics oder solche etwas günstigeren Marken. Und eben auch beim Gürtel gibt es da definitiv auch einige günstigere Varianten. Da würde ich dann auch immer erstmal, vor allem erstmal auf die günstigeren zurückgreifen. Man weiß auch gerade zu Beginn nicht, ob man da überhaupt bei bleibt. Also das ist ja auch oft der Fall. Gerade wenn man dann keinen Coach an der Seite hat, bleibt oft der Erfolg aus und dann war das Geld für nichts. Und das ist tatsächlich dann oft so. Gerade wenn man eben nicht so viel Geld hat, dann leistet man sich oft auch einfach keinen Coach. Logischerweise. Und dann, ja, wenn dann der Erfolg ausbleibt, hat man das ganze Geld umsonst ausgegeben. Ja. Genau. Ja, Sören, du hast so einen RDX, den hatten wir mal bestellt. Genau. Das ist, also glaube ich, okay, aber nichts Besonderes. Sondern ja, das ist genau. Halt, also für einen Einstieg, wie gesagt, ist es immer noch besser. Ich hätte mir mal bei Amazon einen bestellt, den konntest du so schon weich drücken. Das war nicht so gut. Also der ist schon relativ stabil. So. Ich fand den persönlich nicht so cool, weil das so harte Kanten sind und die dann immer schön ins Fleisch geschnitten sind. Ja, der hat, da wirst du dich dann freuen. Hat er auch, ja. Noch etwas härtere Kanten. Das gibt dann schön Blutergüsse. Wenn man vor allem die Fettverteilung hier in dem Bereich hat, macht das Spaß. Also man kann das hier tatsächlich auch schon sehen. Hier ordentlich, da ordentlich. Ja, passiert, aber das ist halt, ne, auch ein paar aufgeschlitzte Schienbeine beim Kreuzheben. Auch und so. Gehört alles dazu, auf jeden Fall. Gehört dazu. Ja, cool. Erstmal vielen Dank, Shirin, für diese Einführung ins Powerlifting. War jetzt einfach mal so ein bisschen Basics und Grundlagen für Leute, die da einfach wie Sören am Anfang stehen, sich einfach mal grundlegend informieren wollen. Sonst muss man immer im Internet 1000 verschiedene Informationen sich raussaugen und weiß am Ende nicht, was richtig, was falsch ist. Ja, nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich auch jetzt mal gucken, was Sören noch verbessern kann. Und im nächsten Video gehen wir darauf ein, wie Shirin halt so bei Sören ein bisschen rüber guckt, mal, was er falsch, was er richtig macht, und vielleicht kann er noch ein paar Tipps mitnehmen für die Zukunft, dass du auch safe stärker wirst und das Verletzungsrisiko vielleicht ein bisschen minimieren kannst. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall damit dann auch, dadurch, dass ich mich zu Beginn auch viel verletzt habe, weil ich eben falsch trainiert habe, gerade auch die Fehler ja, vielleicht auch mit einbringen kann, dass du sie halt eben nicht machst. Ja, genau. Cool. Im nächsten Video gibt es dann noch mehr von mir. Ich habe jetzt eher rumgestanden als gemacht, aber... Aber du bist in der Action. Ich habe viel gelernt, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Und ihr könnt auf jeden Fall Shirin bei Instagram nochmal abchecken. Dann könnt ihr ihre Wettkampfreise, hoffentlich ist auch bald nach Corona, wieder ein bisschen mitverfolgen. Mhm. Und ansonsten im nächsten Video. Also Shirin Powerlifting. Genau. Auf Instagram und dann... Cool. Ja, nice.